Nur noch eine Stunde, dann bin ich fertig. Boah, diese Playlist ist der Hammer. Oh ja, ich wische, Baby. Danke euch. Aha, sehr schön. Wer ist die Nächste? Hallo zusammen. Schönes Kleid, oder? Aber kann sie auch singen? Nicht beeindruckt. Wow, was soll der Geldregen? So geschmacklos. Wie lange dauert dieser Song eigentlich? Weck mich, wenn's vorbei ist. Hey, wer kommt denn da hinter ihr? Wow, sie putzt hier nach der Schule. Ist das ihre echte Stimme? Das ist richtig gut. Sie ist toll. Ich gehe jetzt. Nicht bewegen. Was? Bin ich im Rennen? Ich? Die Ballkönigin? Der Wettbewerb ist vorbei. Diese Krone ist für dich gemacht. Gratulation. Es wurde auch Zeit, dass wir ein echtes Talent hören. Ignoriert die Handschuhe. Was glaubt dieses Mädchen, wer sie ist? Diese Krone sollte auf meinem Kopf sein. Okay, Leute, heute zeige ich euch mein persönliches Workout. Richtig gehört, ich bleibe auch fast sportlich. Okay, das war's für heute. What the heck? Nur 4 Likes? Oh, voll ärgerlich. Was soll ich dazu sagen? Ich bin nicht auf TikTok. Moment mal, ich habe eine Idee. Planks für euren Oberkörper, das liegt voll im Trend und bringt mir viele Likes rein. Push-ups, Sit-ups und noch vieles mehr. Okay, dieses Video war aber ein voller Erfolg. Was? Ich habe noch weniger Likes als vorher. Warum bist du denn so verrückt nach Likes? Likes bedeuten rein gar nichts. Du hast kein Social Media, du hast also keine Ahnung. Willst du es mal probieren? Ich wette, bei dir werden es noch weniger Likes. Nein, danke, schon gut. Zu spät, wer große Töne spuckt, muss zeigen, was er drauf hat. Okay, schon gut, wie muss ich es halten? Und jetzt improvisiere ich einfach, wie wär's mit Tanzen? Ah! Das sind meine Auszeichnungen für gute Noten. Oh, oh mein Gott. Mann, ist das schwer, ich kann es nicht heben. Bücher trainieren euren Bizeps und euer Gehirn. Hey, mein Video kommt voll gut an. Wirklich? Das muss ich sehen. Unfassbar. Wie hast du das gemacht? 17 Millionen Likes? Einfach unglaublich. Was ist dein Geheimnis? Verrate es mir, bitte. Du willst meine Hilfe für ein TikTok-Video? Es wäre mir ein Vergnügen. Okay, bist du bereit loszulegen? Auf geht's. Köpfchen und Muskelkraft für 1. Bereit? Nicht mehr bewegen. Und tada! So viele Likes für unser Video. Wir sind ein tolles Team. Bist du bereit? Dich mache ich platt. Ist das alles, was du drauf hast? Ich schlafe hier noch ein. Au, verloren. Du hast absolut keine Chance gegen mich. Das tut weh. Oh, da kommt endlich unser Essen. Ladies, seid ihr bereit für euer Mittagessen? Gut, guten Appetit. Gibt es hier denn nichts anderes als Haferschleim? Ich weiß nicht, was du hast. Ich liebe Haferschleim. Echt jetzt? Na, dann kannst du auch meine Portion haben. Wirklich? Vielen Dank. Hey, hey, sieh mal da drüben. Wie unfair. Sie zieht sich ein ganzes Burger-Menü rein. Das nehmen wir ihr ab. Ich bin fast da, nur noch ein bisschen. So kommst du bestimmt nicht an ihr Essen ran. Da müssen wir uns schon viel schlauer anstellen. Ich habe uns einen Haken gebastelt. Das Essen gehört schon bald uns. Ja! Mist, es ist auf dem Essen gelandet, hat aber nichts erwischt. Der Plan ging nach hinten los. Hey, ich hab's. Ich muss kurz unsere Chancen ausrechnen. Hm. Nur noch ein paar Gleichungen. Das dauert viel zu lange. Willst du, dass ich verhungere? Mir ist langweilig. Hey, was ist denn da drüben los? Bitte wiederholen. Over. Bin schon unterwegs. Over. Sie hat ihr Essen zurückgelassen. Muskeln lassen mich jetzt nicht im Stich. Ja, es funktioniert. Oh Mist. Beinahe. Dann benutze ich eben die Tür. Die Wachen sperren nie ab. Ist jemand in der Nähe? Okay, die Luft ist wohl rein. Die Chips kommen mit. Die Pommes und die Burger. Das war einfacher als gedacht. Huh? Was riecht hier so gut? Du meine Güte. Wer hat hier Lust auf ein paar Burger? Das schmeckt sowas von gut. Auf jeden. Die beste Mahlzeit seit langem.
Fertig. Und ja, ich habe einen Origami-Fuchs gemacht. Ich liebe Füchse und ich liebe es, Papier zu falten. Ach, ich kriege meine nicht gefaltet. Total frustrierend. Das ist zu schwer für mich. Was? Schau dir an, was sie alles gemacht hat. So süß. Und ich habe nur Müll produziert. Ich will das nicht mehr sehen. Ich bin fertig mit Papierfalten. Dann stapel ich eben meine Poppets. Und das ist der letzte. Ja, ich hab's geschafft. Wow, du hast so viele Poppets. Mann, das Poppet zu drücken sieht nach Spaß aus. Vielleicht kann ich ja mit dem Papier was machen. Ich habe eine Schere, also kann ich auch gleich loslegen. Aus einem Blatt werden 4. Und jetzt zum Falten. Ich fange mit dem hier an, von Ecke zu Ecke. Und jetzt das Gleiche in die andere Richtung. Ich möchte, dass die Falten sauber sind. Okay, jetzt mache ich sie wieder auf. Die nächste Faltung wird ein bisschen knifflig. Aber es sollte wegen der Faltungen leicht gehen. Jetzt noch ein paar Faltungen von Ecke zu Ecke. Die Falze sind aber nicht so hart, was gut ist. Jetzt muss die Spitze in die Mitte. Beide Spitzen auf beide Seiten. Jetzt muss ich sie auf der anderen Seite öffnen und schließen. Die Spitze geht wieder in die Mitte. Jetzt drücke ich mit diesem kleinen Stock die Ecken auf. Erst die eine und jetzt noch die zweite. Gut, das hat gut geklappt. Jetzt klappe ich diese Seite nach innen und mache das auch auf der anderen Seite. Prima! Und den oberen Teil klappe ich auch um. Und ich bin fertig. Ich mache es jetzt auf. Es ist eine kleine Box. Und jetzt mache ich noch mehr davon. Tada! Wie ein bunter Regenbogen. Puh, schau mal, was ich aus Papier gebastelt habe. Siehst du? Das sind kleine drückbare Boxen. Ein Papierpoppet. Willst du mich veräppeln? Ich hasse Papierfalten. Was ist das für ein Ball? Das ist lustig. Sieh dir das an, das ist ganz matschig. Wow, das ist wirklich toll. Du hast so coole Sachen. Ich weiß, ich liebe es, ihn zu quetschen. Ich frage mich, was passiert, wenn ich an einer der Blasen ziehe. Das dehnt sich so weit. Oh, nein, es ist gerissen. So ein Mist, total kaputt. Schau mal, was mit meinem Squishy-Ball passiert ist. Oh nein, das ist ja schrecklich. Warte mal. Ich glaube, ich habe die Lösung. Ich schneide von diesem Ballon die Spitze ab und mache dann noch ein paar mehr Löcher. Okay, dann brauche ich noch einen Ballon, natürlich in einer anderen Farbe. Ich werde den neuen Ballon mit Wasser füllen. Ich mache auch ein bisschen Glitzer rein. Ich mische alles und binde ihn dann zu. Es ist wichtig, dass er richtig zu ist. Ja, das funktioniert wirklich und ist so hübsch. Hey, hier, ich habe was für dich gebastelt. Wow, der ist genauso cool wie mein erster. Und der glitzert sogar noch. Vielen Dank, der gefällt mir total gut.